Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Thema W123 in der Halle 77, hätte ich fast vergessen. Heute geht es natürlich weiter und es ging die ganze Zeit schon weiter. Im letzten Video habt ihr gesehen, es sind ein paar technische Mängel aufgefallen und auch ein paar rosttechnische Mängel. So, mittlerweile, meine Laune habt ihr im letzten Video gesehen, war extrem, ist bergab gegangen, aber wirklich, ist fast aus dem Bild gegangen, die Laune. Und jetzt wollen wir die Laune natürlich erheben. Weil ich weiß, dass mittlerweile die Federn gekommen sind. Der Julian hat ja Angst, dass da wieder so richtig viel Vorspannung drauf ist. Ich glaube, das ist die vordere Feder. Müssen wir mal gucken. VA, Vorderachse. Ich glaube, da muss ich keine Angst mehr haben. Ja. Und von wegen hier. Pft, das geht auch damit. KW ist übrigens einer der Hersteller, wo ich früher schon mitgearbeitet habe. Mein Audi 8 steht auf KW-Federn. War früher immer bekannt für tiefe Fahrwerke. Immer. Und ich bin gespannt, wie es bei unserem 123er wird. Die fehlten uns ja beim letzten Mal, deswegen konnten wir nicht weitermachen. Aber der Julian und der Ralf haben auch noch andere Sachen hier gemacht. Ne? Und zwar die ganze Kiste erstmal wieder zugekleckert. Julian, ja. Wir haben die Manier aber übernommen, wie das Auto bis jetzt schon immer repariert wurde. Ne? Richtig, ja. Wir also sind hier der Linie treu geblieben. Wir sind der Linie treu geblieben. Also wir haben das Auto verschlechtbessert, oder wie das auch immer heißt. Nämlich die Sachen, die hier mit Fiberglas zugeklebt wurden. Es war einfach nur Fiberglas drüber. Haben wir wenigstens jetzt Blech eingeschweißt. Haben das mit Karosseriedichtmasse versickert. Genauso wie da auch. Und dann geht das ja noch weiter. Da musste der Julian schweißen. Da oben musste der Julian schweißen. Hier unter dem ganzen halben Auto musste der Julian schweißen. Also dieses Auto besteht aus Briefmarken. Also der kann durch die ganze Welt reisen, so viele Briefmarken hat er. Hier haben wir gar nicht weiter gedrückt. Das sieht für mich schon nach 28 Briefmarken aus, die aber alle schon entwertet sind und anschließend mit U-Schutz übergeschmiert wurden. Das haben wir genauso gelassen, ist aber fest. Also wenn der TÜV-Prüfer prüft, da geht kein Schraubenzieher durch. Und auf der anderen Seite, das hatten wir ja immer gesehen, da wurde auch mal ein Blech gemacht. Hier wurde sogar ein Ablaufloch reingemacht, dass das auch wieder ablaufen kann. Und diese Nähte damals, die Schweißnähte, wurden nicht nur in die Karosseriedichtmasse versiegelt. Das Ganze haben die Jungs jetzt hier noch übernommen. Jetzt fragt ihr euch, was kleben wir denn Ganze ab? Der wird von unten jetzt gespachtelt und in Hochglanz lackiert. Quatsch beiseite. Der Julian hat schon die U-Schutzkartusche fertig gemacht. Da unten steht's. Kommt mit. Das ist aber Wachs, sehe ich gerade. Nee. Wir jauchen jetzt alles da drauf, was wir noch im Lager gefunden haben. Ne? Egal, was da drin ist, ob Bitumen da drin ist, ob da Wachs drin ist, mir scheißegal. Hauptsache, wir jauchen das alles voll. Und schön schwarz. Und schön schwarz sieht der TÜV nämlich gerne. Aber schön viel, hilft viel. Und wir hoffen, dass wir in 2 Jahren nicht aus der Kiste rausfallen oder auch im nächsten halben Jahr, dass das wenigstens ein bisschen hält. Also wir machen im wahrsten Sinne des Wortes hier aus der Kiste das Beste. Wir haben ja seltenst Mercedes-Content. Seltenst. Und wenn wir einen Mercedes haben, dann seht ihr, was wir damit machen. Jeder Mercedes-Fahrer flucht des Todes jetzt über mich. Der wird mich verfluchen, wird sagen, der macht die Karre schlecht. Der ganze Ruf des Daimlers ist hinüber. Ja, tut mir leid. Ist so. So, haben wir aber das einmal, wir haben nur, aber du nur die eine mit Wachs. Das ist ja eine richtig mit Wachs. Das bedeutet, da kann nie wieder rosten. Nie wieder. Guck mal, ehrlich. Tja. Guck mal, wenn man es ein bisschen dunkler lässt. Wie neu. Die Junge, Alter. Ich sagte, wir sind Restaurateure, ihr Restaurateure. Gut aus, ne? Ja. Wie gesagt, ich will es nochmal erklären, falls die Leute das letzte Video nicht gesehen haben. Dieses Auto ist Hopfen und Malz verloren. Ich habe das einfach günstig gekauft, gelernt, dass wir super viel Technik hier reingesteckt haben. Mir ist natürlich wichtig, dass hier die Technik gut ist. Also sprich Bremsen, Lenkung, Stoßdämpfer und alles, was mit Sicherheit zu tun hat, muss natürlich in Ordnung sein. Und das haben wir hier alles neu gemacht und das übersteigt den Wert des Fahrzeugs auch mittlerweile. Und Karosserie machen wir jetzt das Beste raus, wie wir es hinbekommen. Dass das Fusch hier ist, weiß ich. Bewusst.
Sven, wie fühlt sich das denn für dich an? Fühlt sich das falsch oder richtig an? Das fühlt sich sehr richtig an bei dem Auto tatsächlich, finde ich. Nee, aber ich finde, wir machen halt das Beste raus. Ne? Ja. Und viele werden jetzt sagen, Mensch Marco, das, was du jetzt gemacht hast, hält sogar länger wie 2 Jahre. Weil wir haben es nachher noch mit Rostumwandler eingeschmiert. Wir haben es von innen auch versiegelt. Und wir können hoffen, dass die Teile, die wir da reingepudelt haben, sie ein bisschen länger halten. Du musst dir vorstellen, diese Autos sind damals alle in den Export gegangen. Hier in Deutschland wollte die keiner mehr haben. Oh, zieht ja nicht, stinkt, alter qualmender Diesel. Aber Zuverlässigkeit, hoch 10. Das sind als Taxen Millionen teilweise Kilometer gelaufen. Und dadurch sind die alle in anderen Ländern gelandet. Und da fahren die heute noch. Und hier in Deutschland, durch die Abgasnorm und was dann alles kam, Abwrackprämie und, findest du keine mehr. Was lachst du so? Was hast du, was für eine Prämie war? Abfuck. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ey, mir fällt gerade übrigens was ein. Wir müssen ganz wichtig was einblenden hier. Ja. Wo ich das Auto gekauft habe. Ich habe ja gesagt, im ersten Video, dass ich das blind gekauft habe, überwiesen habe und bestellt. In der Anzeige steht 100%ig drin, hier jetzt sogar markiert, es muss für den TÜV nichts geschweißt werden. War das so? Fehlbeschreibung, würde ich sagen. Also, ihr seht, für einen TÜV, ich sage euch, hättet ihr das als Privatmann gekauft, ihr hättet wahrscheinlich wieder bei Kleinanzeigen reingesetzt, hättet geschrieben am Bastler, Hobbyschrauber oder Leute, die zu viel Geld haben, die können es wieder reparieren. Weil, wie gesagt, dieses Auto hätte bei anderen Menschen, behaupte ich, kein Leben mehr gekriegt. Ich glaube nicht, dass den jemand repariert hätte. Sage ich euch ganz ehrlich. Karosse zu schlecht, viel zu viele Teile, die sauteuer waren, auch zu schlecht. Deswegen hätte man gesagt, lohnt sich hier nicht. Und die Kiste wäre ins Ausland gegangen, wo sie mit wie Fred Feuerstein in der Mitte noch gefahren wäre, dass du auch mit den Füßen antrampeln kannst. Oder sie wäre in die Ersatzteilgewinnung gegangen, dieses Auto. Deshalb bin ich stolz, da bin ich wirklich stolz drauf, dass wir dieses Auto wieder auf die Straße bringen. Vielleicht nicht das Beste, aber er wird nicht geschlachtet und geht nicht ins Ausland. Ja, ich sehe gerade noch ein technisches Bauteil, was wir machen müssen. Oh, Hardyscheibe? Ja, guck mal, das sehe ich gerade. Die Hardyscheibe franzt gerade auch aus. Oh. Siehst du die Fransen, die da dran hängen? Mhm. Vordere Hardyscheibe und dann sehe ich noch verschiedene Schrauben. Oh Mann, Alter. Also Hardyscheibe auch noch bestellen, bitte. Ja, die hintere ist auch porös, die können wir auch gleich bestellen. Zweimal Hardyscheibe bitte noch auf die Bestellliste. Nehmen beide mal noch so. So, wo soll ich noch was drauf jauchen? Da hinten, ja genau. Ja. Aber Federaufnahme sieht gut aus, ne? Ja. Warte mal, hier kann ich noch ein bisschen was machen. Ja, ich würde sagen, Julian, darf ich dir erstmal die Hand drücken? Na klar. Nächsten Schritt, den wir jetzt machen, können wir vielleicht den Schnelldurchlauf zeigen. Federn einbauen. Neue Stoßdämpfer einbauen, Auspuffanlage wieder montieren. Ja, und dann sehen wir uns gleich zum spannenden Moment. Wie wird denn das Fahrwerk stehen? Ne? Mhm. Und ich habe noch ein Leckerchen, fällt mir gerade ein, zum Thema Reifen. Aber all das seht ihr gleich. Wieder ein paar Stündchen später. Der Mercedes ist jetzt technisch erstmal durchrepariert. So, um jetzt mal drunter zu gucken. Guck mal hier, das sieht technisch ja schon toll aus. Komplett neue Auspuffanlage. Bis nach vorne. Boah. Neue Stoßdämpfer und natürlich lachen uns da ein paar Tieferlegungsfedern an. Neue Bremssättel, neue Bremsschläuche. An der Vorderachse geht das genauso weiter. Neue Federn, oben der Querlenker wurde mal neu gemacht. Neue Bremsschläuche, neue Stoßdämpfer. Und ich möchte was bemerken, ich weiß nicht, ob du das drauf bringst. Oben an der Feder, siehst du diese drei Tittchen da hängen, diese drei Nupsis? Ja. Das bedeutet, das sind Dreiergummis. Ich habe für den W123 leider keine Federgummis mehr gehabt, weil was das bedeutet, Mercedes-Fahrer wissen jetzt selber, wir wissen ja nicht, wie der von der Tieferlegung her steht. Wenn wir da jetzt 1er-Gummis reinmachen, geht der vorne, 0,6 glaube ich war von Punkt zu Punkt, also 1,2 cm vorne nochmal tiefer. Hinten sind 2er-Gummis drin, vorne 3er. Jeder Mercedes-Fahrer weiß, wenn man tief haben will, ich denke an den 190er, an den schwarzen, den wir hatten, da sind die Gummis rausgeflogen, da wurde ein bisschen Gummifußmatte unter die Federauflage gemacht und schön und gut war es, dass da nicht Metall auf Metall liegt. Ja, Reifen sind natürlich auch neu, alles mögliche ist neu, aber irgendwie sieht das so ein bisschen schwuddelig aus, ne? Ja. Die Felgen, finde ich, versauen das Ganze immer so ein bisschen. Julia, lässt du mir den mal tiefer? Mal richtig durchpolieren können wir den auch nochmal. Hier sehe ich so ein bisschen matten Lack noch.
Also wenn man sich mal stundenlang damit beschäftigen würde, das zu polieren, würde man das ganze Auto auch noch schicker hinbekommen. Guck mal hier, mein Lackstiftkleisterei aus dem ersten Video. Sieht auch zum ersten Moment erstmal besser aus. Das nur einmal drüber gekleistert. Julia, hast du Räder schon geknackt? Ja. Sehr geil. Ich finde, so sieht es irgendwie. Reifen geil ist natürlich wieder drauf. Julian weiß, was ich mag. Mach mal Stopp. Ich habe mir überlegt, was können wir denn da machen? Weil ich persönlich, ihr habt vielleicht nochmal das Bild, wo wir uns immer wieder uns angeguckt haben. Was ich geil fand, sind diese Weißwandringe. Und diese Weißwandringe habe ich bestellt. Die gibt es für Mercedes sogar mit Zulassung. Ich weiß gar nicht, die sind, glaube ich, sonst verboten, weil die irgendwie aufgeklippt sind. Und bei Mercedes-Felgen in 14 Zoll oder sind sie zugelassen. Ich hole sie mal raus. Julia, weißt du, wie man die montiert? Ich denke, ja. Guck mal, hier sind noch, ich hol die mal. Oh Junge, hier ist ja alles Mögliche an Plastik und Ringen bei. Ich gebe dir die mal. Wo auch immer die herkommt. Guck mal einfach den Unterschied an. Ich kann mir vorstellen, dass das richtig geil aussieht, wenn man die dran macht. Soweit ich weiß, geht das ins Felgenhorn rein. Und diese Aussparungen hier sind für die Wuchtgewichte. So kenne ich das zumindest. Auf jeden Fall haben die sogar eine Zulassung. Weil ich glaube, angeblich sollen die verboten sein, so Dinger. Oder ist ein Gutachten bei oder eine ABE? Man hört ja öfter. Und ich finde, das sieht sofort, wenn wir jetzt noch eine Blechkappe drüber machen. Geil, mit dem Braun, was der Daniel langweilt. Ich gebe dir mal die Kappe. Und dann gucken wir mal vorne, hinten. Vergleichen wir das jetzt gleich mal. Mhm. Gar kein. Guckt euch jetzt mal hinten an. Mhm. Jetzt kommen wir nach vorne, guck mal. Warte mal, Julian, geh mal beiseite. Guck mal, wie das aussieht. Ja. Gar kein Vergleich. Geil, mach vorne auch drauf. Und dann bin ich gespannt, was KAW da an Federn liefert. Ich weiß, die sind ja immer tief. Und wir haben ja jetzt noch Luft nach unten. Wir hätten aber auch Luft nach oben, weil ich weiß, diese Gummis gibt es auch in 5 und ich glaube sogar bis 6 Punkte. Das heißt, wir haben ja im Prinzip wie ein einstellbares Fahrwerk. Ne? Mhm. Also hier nicht pf, pf, das geht hier einfach mit Gummis. Und das finde ich geil. Und viel geiler wird es sein, ich bin mir ganz sicher, egal wie tief du die Dinger legst, die fahren gut. Da schlägt nichts durch, da kloppt nichts. Hier ist jetzt alles neu fahrwerkstechnisch. Ich bin echt gespannt. Wie tief stellst du den denn vor? Ich glaube, so wie den Weißen, den wir mal einblenden, so tief wird das nicht. Mhm. Weil ich glaube, das ist das Maximum, was du mit Static... Wie heißt das? Static? Ja, Static. Ich und der Fachmann mit Static-Federn machen kannst. Das sieht jetzt schon geil aus. Lass mal runter, Juli, jetzt bin ich gespannt. Wenigstens bündig wäre geil. Bündig, bitte, bündig, bündig, bitte, 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 bitte. Hinten kommt einiges. Hinten ist gut, vorne müsste noch. Aber vorne habe ich 3er Gummis. Aber ich weiß, vorne, hinten einmal eintauchen, einmal einfedern, dass sich dann die Achse nochmal so reinsetzt. Aber vorne müssen wir mit den Gummis arbeiten. Vorne müssen auf jeden Fall... Oh, cool, ne? Ich finde es ehrlich gesagt gut. Nee, der muss tief. Findest du? Ja, der muss tiefer. Ja gut, das hast du gesagt. Der muss noch. Ich fahre mal vielleicht ein Stück zurück. Ich bin mal gespannt, was mit dem Sturz auf der Hinterachse jetzt passiert. Der Julian räumt gerade mal auf. Komm, wir gucken mal von hinten. Ich glaube, das wird auch immer sehr, bei den schmalen Rädern wird das nicht so auffallen. Es wird immer so erzählt, dass man diese Autos gar nicht mehr fahren kann, weil der Sturz so brutal ist. Viele sagen jetzt, so ein Auto tiefer legen, jetzt wird das ganze Auto verfuscht. Ey, das sieht... Ich fahre nochmal zurück. Ich schlag noch mal gerade in die andere Richtung ein. Ja, schleif. Nein. Da müssen wir ein Stück weiter zurückgehen. Hinten ist perfekt. Vorne ein Ticken tiefer. Oh Junge, wie stylisch das Ding aussieht. Ja. Ein paar olle Weißwandringe drauf, ein paar frische Reifen, die Radkappen. Ich falle nochmal ins Licht. Wo ist denn nochmal ins Licht? Mann, sieht das geil aus. Ey, sei doch mal ehrlich. Ja. Wenig, jetzt hätte ich fast gedacht, wenig Geld in die Hand genommen. Technisch mussten wir natürlich super viel Geld in die Hand nehmen, dass der wieder fit ist. Aber optisch haben wir ja nichts gemacht. Die Radkappen ein bisschen foliert, ein paar Weißwandringe, den wir einmal durchfoliert. Und schon steht der echt safe gut da. Tieferlegung können wir noch ein bisschen anpassen. Aber ich würde sagen, wir schwingen uns
jetzt das Auto für euch jetzt und wir schwingen uns morgen ins Auto, machen Probefahrt, wie das Ganze fährt, ne? Ja. Auf geht's. Eigentlich haben wir ja gesagt, wir gehen jetzt auf Probefahrt, ne? Ja. Aber der Julian hat schon gerade gesagt, sagte, an dem Ding muss er noch ein bisschen mehr Zeit verbringen. Links geht's ab, Blendlicht, aber das Standlicht nicht. Rechts geht jetzt das Standlicht, aber das Ablendlicht nicht. Dann habe ich was ganz, ganz Wichtiges vergessen. Nochmal zurück informiert in die Artikelbeschreibung. Wieder mal der Screenshot, den ihr gerade schon gesehen habt. Ich habe das Auto gekauft, die Automatik schaltet ja gar nicht in die letzte Fahrstufe. Das habe ich ja ganz vergessen. Aber das macht jetzt auch gar nichts mehr aus. Weil eh wurscht. Das Ding ist eh ins Wasser gefallen. Wie gesagt, hier, was ich auch noch gesehen habe, Wischer hier bleibt willkürlich stehen und Intervall geht nicht. Und die Batterielampe fängt das Zippeln an. Also ich vermute mal, wenn wir bei einer neuen Maschine brauchen. Ja, wir wissen ja gar nicht, was mit dem Motor überhaupt ist. Ich weiß gar nichts. Ich sage euch eins, ich habe, glaube ich, rausgelernt, bei dem Auto, das war das letzte Mal jetzt, dass ich es wirklich mir nicht mehr vorher angucke. Hm. Das ist nicht ein Groschengrab, das ist das, der Untergang ist das. Also für einen normalen sterblichen Menschen, der nicht selber schrauben kann, wäre das der Untergang gewesen. Und ich schwöre dir bei Gott, das Ding wäre schon längst im Ausland oder geschlachtet. Niemand hätte den mehr gerettet. Sven, ich würde sagen, wir machen mal eine Nummer dran. Wenn der nicht in die letzte Fahrstufe schaltet, weiß ich ja nicht, wie schnell der überhaupt ist. Ja. Und schnell ist der ja eh nicht. Und ich würde ja auch nicht eine Verkehrsbremse sein oder gar gleich den Jan anrufen, dass er sagt, hör mal, komm mal mit dem Schleppwagen. Aber der Schleppwagen kennt das Auto ja. Der hat ja mehr Kilometer zurückgelegt bei uns auf dem Schleppwagen wie auf eigener Achse. Ne? Sprit hast du mir auch reingemacht. Ne? Also Diesel. Damit solltest du ein bisschen hinkommen. Und hast du auch mal noch einen Zusatz reingekippt? Wir haben das Speedtech von Liquimolli einfach mal mit reingemacht, in der Hoffnung, dass die Injektoren das einfach mögen. Nach der Laufleistung. Ja, so wie der hinten blökert, haben wir schon gesehen. Der blökert auch bläulich. Ach, keine Ahnung, komm Sven, schwing ihn ins Auto. Julian, was meinst du? Komm, wie geht? Daimler. Toll. Danke für diese aufmunternde Worte. Sven, auf geht's. Sven, ich habe mir überlegt, weil das ja auch eine Großraumlimousine ist, nehmen wir auch ein bisschen ein paar große Leute mit. Daniel und Julian begleiten uns noch auf der Probefahrt. Ich bleib hier für den Schleppwagen. Jan bleibt hier wegen dem Schleppwagen. Und dann, falls sie liegen bleiben sollten, jetzt wird's. Ach, Quatsch, dann komm rein, Jungs. Dann willst du noch einen Schleppwagen. Ach, ich habe ja ganz vergessen, der liegt ja jetzt auch am Boden. Ach ja, hinten. Jetzt ist schön tief. Will mal die Kamera mal da draußen gehen? Ja, gib mal dem Jan. Jan, hier. Geh mal ein paar Schritte zurück und zeig jetzt mal, wie es außen aussieht. Hä? Also hinten, besser geht nicht. Und für vorne sind wir auf jeden Fall schon unter dem Maß, wo du gerne hin wolltest. Morgen. Geil. Also der Weißbandring ist nicht mehr zu sehen. Diesel ist da echt drin, mal guck mal. Das ist immer, wahrscheinlich die Tanken halt auch im Arsch. Würde uns das wundern? Nee, mich wundert bei dem Auto gar nicht mehr. So, Fahrstufe. Also wenn ich jetzt ehrlich bin, L ist glaube ich der erste Gang, S ist der zweite und D dann die Fahrstufe für alle Gänge. Wir achten mal drauf, wie oft hier der Kollege gleich schaltet. Julia, kann ich noch ein kleines Stück nach hinten? Klar. Ich habe ja längere Beine ist wie ja, du. Ist ja ein Daimler. Als du, oder wie da heißt das, ne? Ich glaube, wir müssen doch da bleiben. Nee, ich glaube, wir müssen die Kante anlegen. Guck mal, wieder Pieper. Was ist denn los? Mach mal Fenster runter. Ja? Pieper, was der los? Der Kotflügel kommt raus mit dem Reifen. Ist das gewollt? Wenn ich so jetzt mache, biegt der ja noch. Ja, stopp! Komm mal raus, Sven. Komm mal. Kann sein, dass es an der Beladung hier ist, aber. Ja! Oh Gott! Nein, dahin einschlagen! Weiter! Stopp! Ich glaube. Der Julian ist noch hier drin. Ich glaube. Was war das, Mann? Dann fahren wir jetzt noch mal rüber zur Bühne und kloppen mal eben die Kante oben. Dann kann das nämlich nie passieren. So, jetzt haben wir mal wieder Zeit, was einzublenden. Es gibt so geile Börtel-Videos. Kennt ihr die? Mhm. Mit einem Besenstiel macht man die oder mit einem Drehmomentschlüssel oder mit einer Eisenstange. Könnten wir auch so machen. Warum teure Werkstätten oder teure Maschinen, wenn es auch so geht? Ein geliehener Baseballschläger, ein verlässlicher Fahrer. Fahr. Langsam, aber auf Steve Gefühl. Jetzt wird einfach dazwischen geklemmt, Auto abgelassen und hin und her geschoben. Wir machen das Ganze jetzt warm und börteln den nach innen. So haben wir es früher gemacht und ich sage euch so, bin ich eh oftmals verloren. Da sind wir wieder beim Thema. Stell dir vor, das ist jetzt frisch lackierter Kotflügel. Da wäre dir für dich die Welt zusammengebrochen, ne? Mhm.
Aber du kennst diese Geräusche, ne? Ja, das kennt man. Ich will das jetzt auch mal zeigen, dass das da ordentlich geht. Früher, ich habe immer mit Kunststoffhammer gebürtelt. Guck mal hier, da ist kein Lack kaputt. Da sind auch keine Wellen drin. Siehst du irgendwelche Wellen hier? Nein. Und die Kante ist umgelegt. Fühl rum, hier siehst du es. Oh. Und auf der anderen Seite, da haben wir, kannst du dich daran erinnern, erste Video, haben wir ja schon mit dem Lackschiff rumgekleckert. Also das war ja schon. Ja. Auch gebürtelt. Hier ist Original-Kotflügel, übrigens Zubehör-Kotflügel. Deswegen war die Kante auch so lang, die war so lang. Mhm. Ja, ich würde sagen, alle wieder ins Auto, Versuch 2. Oh, sind wieder alle da. Wieder ein bisschen glühen, ne? Dass hier alte Holzdiesel anspringen. Wobei, ich fahre mal ein Stück vor der Bühne weg. Also ich habe schlechte Nachrichten. Die linke Seite des Autos ist nicht so schwer wie die rechte Seite des Autos. Links habe ich einen Zentimeter Platz, hier 2 mm. Also recht schwerer. Genau. Ja, Sven, Daniel, weniger schön. Ohne Einfedern kommst du gerade so vorbei. Überall. Aber wir federn gleich schon. Daniel, zeig mal, steht dir gut? Ja. Bombe. Du musst Ranger sein. Pass auf, selbe Kurve, selbes Glück. Klingt erstmal gut, ja. Machen wir erstmal Fenster hoch. Aber trotzdem, überleg mal bitte, wie viel das Auto tiefer gekommen ist und wie das fährt. Wie wenn du mit deinem Pulli drüber hüpfst, ne? Ja. Obwohl das Fahrwerk ja schon besser ist. Und hier sitzt du entspannt drin. Und jetzt macht's krack. Wahrscheinlich, ja. Ja, doch nicht. Ja. Wir müssen natürlich jetzt eine richtig große Lücke finden, dass wir hier rauskommen. Mit dem anderen Hecktriebauto fährst du hier ein bisschen schneller raus, stehst direkt quer in der Kurve. Wir müssen jetzt gucken, dass in Frankfurt keiner losgefahren ist, dann können wir hier raus. Ich dränge mich einfach rein, hilft alles nichts mehr. 200 Diesel musst du dich ein bisschen reindrängeln. So, Heizung, können wir mal gucken, ob die geht gleich? Nee, geht nicht. Geht nicht? Nein. Was frag ich eigentlich? Wie sitzt ihr denn jetzt mal ohne Spaß? Wie sitzt ihr denn da hinten? Also, saubequem, muss ich sagen. Ja. In der Couch. Vor allen Dingen ohne Anschnallgurt, oder? Ja. Nee, nix da, hä? Das ist übrigens Vollgas. Okay. Ich stehe voll im voll drin. Guck mal auf Tacho. Jetzt sind wir schon im gestriegelten Bereich. Aber ich volle Pulle. Bitte. Irgendwer einen Lappen dabei für die Scheibe? Nee, das geht, wenn man. Gebläse geht auch nicht? Nee, ach, guck mal hier. Och. Scheiße. Oh, zum Fenster wieder auf. Ja, dann tu das etwas durch. Ich frage mich echt gerade, was mich geritten hat. Guck mal, an uns. Raucht es auch ordentlich vorbei. Ja. Das ist das, was wir immer gehört haben, dass der Motor sehr stark nagelt. Jetzt raucht es rechts an der rechten Seite bei dir vorbei. Mhm. Die Kohle hätten wir eigentlich nehmen können und wären zusammen im Urlaub gefahren. Überleg mal, das Auto, ich hab mich über Preise überhaupt gesprochen, 3,5 das Auto. Also Ersatzteile ganz locker, 2 Mille, ganz locker. Und ich glaube, das noch unterschritten. Ne? So, sind wir bei 5,5. Arbeitszeit rechnen wir nicht. Also nur an Teile 5.500, 6.000 Euro. Ne? Wobei, wo sind wir da hingefahren? Wir sind richtig weit gekommen, oder nicht? Ja. Und das ist, glaube ich, das, was Leute oft abschreckt, sich einen Oldtimer zu kaufen. Weil dieses Auto wäre ein Musterbeispiel. Das ist aber ein Thema. Mercedes. Und ich kaufe lieber irgendeinen gerocktesten Golf, hast du gerade selber von gesprochen. Der stand ja quasi fast auf dem Schrottplatz. Da kommt ein Rauch aus der Luft. Wo? Ach Leute, wisst ihr was? Junge. Das ist echt eine Vollkatastrophe, ne? Guck mal, es sieht wie so ein Räuchermännchen. Wie beim Ralf am Tisch. Aber wisst ihr was geht? Ich glaube die Uhr. Geil. Unterwegs wissen wir mal nach Hause kommen oder ob wir gar nicht nach Hause kommen. Ich drücke mal den Tageskilometerzähler auf 0. Um zu gucken, wie viele Kilometer wir überhaupt noch kommen. Ach, riecht nach Kühlwasser. Oh ja. So, das ist jetzt Vollgas. Ja, der Gangwechsel war ein bisschen sanft. Aber guck mal, der Tacho, der schnillt förmlich nach oben. Das muss ich schon drosseln hier, bevor wir die linke Spur aufreißen. Der Lenkspiel haben wir aber auch noch ein bisschen erhöhtes, ne Julian? Kann das sein? Oder guck mal, das ist eine Bewegung, wo er noch gar nicht drauf reagiert. Und was ich höre, ich muss mal das Fenster hoch machen. Ich glaube, wir haben echt keine Fahrstufe mehr. Der müsste eigentlich schalten, würde ich sagen. Eigentlich habe ich es echt gut gemeint. Ich wollte dem Sven eigentlich mal so einen alten Mercedes nahe bringen und wollte was Günstiges kaufen. Ich sage, aber Fehler macht man immer und das ist eindeutig ein Fehler gewesen, dieses Auto zu kaufen.
Der Julian und Jan und alle, die hier dran geschraubt haben, haben es gut gemeint und haben schon mal geguckt, was wir an Geld da noch reinbuttern können. Und dass der technisch jetzt bremst, lenkt und überhaupt die erste Fahrt zu machen. Und ihr hört, wir sind immer noch in einer Fahrstufe. Ich behaupte aber, das ist die zweite. Einmal hat er geschaltet. Das bedeutet, dieser Wagen hat nur drei Fahrstufen. Und ich höre, dass er nicht schalten will. Ich habe eher so das Gefühl, dass der Wandler durchrutscht. Hier rutscht der Wandler durch. Das ist wie eine rutschende Kupplung. Aber er müsste jetzt in den nächsten höheren Gang schalten. Alle spätestens. So, jetzt, wenn ich vom Gas gehe, müsste er schalten. Macht er aber nicht. Ja, es steht jetzt das Vollgas. Ich kann da, aber er müsste schalten. Was ist das Problem? Ja. So, also haben wir auch noch Probleme im Automatik. Also, was noch kaputt ist, Lüftung, Automatik schaltet nicht in den letzten Gang, wahrscheinlich vielleicht zu wenig Öl, der Filter verstopft, Gebläse geht nicht, wahrscheinlich Wärmetauscher kaputt, weil es nach Haus gequalmt hat. Ja, Wisch habe ich vergessen, Beleuchtung, Lenkung ist ziemlich viel Spiel drin. Tankladen wissen wir nicht, ne? Der Tank scheint zu gehen. Aber ey, eins müsst ihr zugeben, der Wagen fährt komfortabel. Ja, trotz der Tieferlegung. Ah, Lichthammer? Ja, so alt. Oh weia, wenn ich hier sehe, guck mal, wenn ich Lichthammer blinkt die Blinkerkontrollleuchte. Und Beleuchtung geht gar nichts. Och Mann, ey. Das ist, glaube ich, genau das ist das Problem, warum Leute sich oft nicht an Oldtimer trauen, wenn sie keine Werkstatt oder keine Jungs im Hintergrund haben, die das reparieren können. Ne? Ja. Aber auch, wenn die hier reparieren können, überlegt mal bitte, wie viel Geld jetzt hier drin steckt. Naja, und das ist ja noch nicht mal Ende der Fahnenspitze. Ne? Nee, und wir haben ja schon gesagt, uns war ja schon von vornherein bewusst im Video, dass sich das gar nicht lohnt. Mhm. Dass sich das einfach gar nicht lohnt. Und wir jetzt halt trotzdem, wer A sagt, muss auch B sagen. Und in dem Falle kommen noch ein paar Buchstaben mehr. Ich hoffe, ich muss nicht bis zum Z, ey. Also wirklich, das ist... Und wann kommt das E in der im Buchstaben Suppen? Noch recht früh. Für ja. Entsorgung. Vom Z auf jeden Fall. Aber weißt du, was mir auffällt, Leute? Mhm. Ich sehe keinen Rauch mehr. Stimmt. Ich sehe keinen Rauch mehr. Der Motor klingt auch sehr gut jetzt. So, erste Fahrstufe. Zweite Fahrstufe. Und das war's. Bis hierher und mehr schaltet er nicht. Weil jetzt müsste er dann quasi in die dritte Fahrstufe und die schafft er nicht. Und wir schaffen uns ja, also bleibe ich dabei. Für mich, korrigiert mich jetzt nochmal, wenn es ein Viergang-Automatik ist. Aber es kann auch sein, jetzt fällt mir gerade was ein, ich glaube Mercedes fährt grundsätzlich in der zweiten Fahrstufe an. Das kann auch gut möglich sein. Dann könnte es natürlich ein Vierganggetriebe sein, weil Mercedes, jetzt fällt es mir ein, die 124er Modelle fahren nämlich immer im zweiten Gang an, sei denn ihr drückt Kickdown oder wir gehen auf das L hier zum Beispiel. Oder bei Mercedes haben wir die neueren Automatik auf 1. Ich glaube, so war es. Also dann schaltet er in dem Falle nicht. Auf jeden Fall die letzte Fahrstufe legt er hier 100%ig nicht ein. Es wird leider nicht besser, Leute. Es ist doch noch nicht zu Ende. Ich glaube, das ganze Auto ist durch. Guck mal jetzt, der Motor, der hat aus der Kurbelwellenentlüftung hat das ganze Öl rausgedrückt, hat es hier vorgeschleudert. Wenn ihr von der Seite guckst, siehst du das. Also, sprich, er hat Blow-By-Gase. Das bedeutet, also Kolbenringe sind hinüber wahrscheinlich. Und er pfeift den Kompressionsdruck ins Kurbelgehäuse. Und somit bläst er das ganze Öl wieder durch die Entlüftung raus. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also ich sag's ganz ehrlich, ich habe gerade schon eine Lösung B. Ich weiß, hier in Dortmund steht gerade ein 200er D zum Schlachten für um die 1000 Euro. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es da Sinn macht, ich weiß nicht. Weil wegschmeißen jetzt die neuen Teile wäre zu schade. Ja. Optisch sieht das Auto geil aus. Wir sind gerade an so einer Fensterfront vorbeigefahren. Wunderbar, geil. Fahrwerksmäßig, bremsenmäßig natürlich jetzt alles Taco. Ich glaube, da das Kind eh nicht mehr schwimmen kann, werden wir noch ein bisschen was kaufen. Vielleicht seht ihr es im nächsten Video, ob es doch noch einen Teil 3 gibt und wie viel Geld da noch da reingebuttert wird. Bis dahin, ciao.